Nach Schwarzeneggers letztjährigem Videospieldebüt als Terminator haben sich Fans des Filmstars sicherlich gewünscht, auch in die zweite Paraderolle ihres Idols schlüpfen zu können. TDK erfüllt diesen Wunsch mit dem Action-Adventure Conan nun wenigstens teilweise. Auf der einen Seite wurde der Konsolenbarbar zwar mit Arnis Synchronstimme ausgestattet, die Handlung des Spiels orientiert sich andererseits jedoch eher an der Buchvorlage und das Aussehen des furchtlosen Kriegers ist frei erfunden. Die Atmosphäre des Titels leidet dadurch aber kein Stück. Fantasievolle Szenarien, eine erstklassige Soundkulisse und abwechslungsreiche Gegnerhorden garantieren ein solides Action-Gemetzel. In dem Action-Adventure begeben sie sich auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug gegen die Zerstörer ihres Heimatdorfes. Dabei durchstreifen sie stimmungsvolle Landstriche und kämpfen mit Schwert, Streitkolben und Axt gegen Skelette, Wölfe und teils schwer gerüstete Wachen. In den Duellen können sie aus einer breiten Palette unterschiedlicher Attacken wählen und ihre Fertigkeiten im Laufe des Spiels sogar steigern. Schalterrätsel rücken dagegen eher in den Hintergrund. Die Kämpfe sind zwar fordernd, dennoch zeigt die Gegner-KI stellenweise Mängel. Häufig stehen ihre Widersacher wie regungslose Beobachter auf dem Schlachtfeld oder laufen gegen Wände und bleiben an Felsvorsprüngen hängen. Hinzu kommt, dass Steuerung und Kameraführung vor allem bei den Sprungpassagen alles andere als optimal sind. Für kurzweilige Prügelorgien ist der Konsolen-Conan dennoch gut.